Oh, meine lieben Piraten der Landstraße, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen hier, neue Folge, ne? Euro Truck 2, ne? Also Euro Truck und überhaupt. Wir waren das letzte Mal, glaube ich, nach Leipzig gefahren gewesen. Ich weiß es gar nicht genau, ne? Mann, sagen wir mal, Gedächtnis ist nicht das Allerbeste, aber ich will jetzt mal ganz kurz hier nochmal auf Radio gehen, Leute, das ist auf jeden Fall unabdingbar. Ganz kurz mal gucken, das ist, ich glaube, das haben wir jetzt so eingestellt, dass es okay war, ne? Ich bin, ehrlich, ich weiß nicht mehr genau. Es ist jetzt leider auch schon irgendwie, ne, fast 2 Wochen her, dass ich gezockt habe, insofern bitte ich dann Nachsicht zu üben, ne? Also ich werde wahrscheinlich noch schlechter fahren als vorher. Aber mit Monkey Island kann das nicht schief gehen. So, pass mal auf, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Auftrag. Guck mal, ein Auftragsangebot. Wo schieben wir Asche? Wir haben 10.000. Aha. Na, wir lassen uns anstellen und ich hab, So, was fahren wir da? Ach, da sehe ich mal, was wir fahren, okay. Kies, Eisenrohre. Ne, die sind mir zu hart, die will ich nicht. Das ist, bitte, Autoteile, aha. Aber nach Praha, das ist CZ, ist das Tschechien? Weiß es gar nicht, Mannheim. Also ins Ausland will ich erstmal noch nicht, liebe Leute. Das ist halt mir nicht böse. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier in Deutschland halbwegs klarkomme, ne? Ich krieg das ja hier schon nicht geschissen, wie ihr das gesehen habt, ne? Nach Brügge. Waren wir schon in Brügge? Da können wir Käse fahren. Eine Menge Käse, aber da müssen wir in die Zeche rein. Ne, pass mal auf, Freunde. Ich glaube, wir fahren mal nach Bremen. Bremen ist, Werder Bremen, ne? Das kann man machen. Das ist auch ein schöner Truck. Und da müssen wir ein paar Eisenrohre fahren, okay? Oh, ich glaube, das kriege ich hin. Auftrag annehmen. So, Dienstag 4.47 Uhr. Okay, ich habe schon angekoppelt, wie es aussieht. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken. Okay, das ist die erste Ansicht. Ich habe jetzt eine Radansicht gemacht, cool. Und das ist die Dings. Da kann ich zumindest auch. Jetzt guckt euch mal. Guten Tag, Kollege. Jetzt guckt euch mal die Rohre an. Das sind aber mal, liebe Leute. Ein paar Rohre. Kann man ja durchgucken. Geil, kann man sogar durchgucken. Wie viel haben wir denn? Ganz kurz mal gucken. 4, 7, 11, 14. Das ist ja. Okay. Mein Lieber, ich habe, wie gesagt, lange nicht gespielt. Das muss ich mal ganz kurz gucken. So, okay. Ja, es gibt heute auch ein paar ernste Themen zu besprechen. Ne? Das ist alles ganz schrecklich. Ne? Ich habe mir nämlich mal was, will man mal einen Wagen anlassen, war? Ah, cool. So, wo müssen wir hin? Wir müssen jetzt, glaube ich, links da vorne. Oh Gott, ich bin jetzt ewig lange nicht gefahren. Aber ich habe ein paar, sagen wir es mal, ich habe ein paar Blinken. Moment, hier. Bremsen. Das sieht gut aus. Das sieht perfekt aus. Also Rinder. Moment, ich habe die Spiegel leicht verstellt. Oh Gott, oh Gott. Okay, wir können auch fahren. Wir müssen jetzt hinfahren. Kollege, links nochmal. Links, okay. War das jetzt richtig? Ich Blinker. Okay, das scheint richtig gewesen zu sein. Also ich, wir müssen uns erstmal wieder ein bisschen orientieren, liebe Leute. Aha. Da ist Vorfahrt durchgestrichen. Warum ist da Vorfahrt durchgestrichen? Das ist eh eine Ampel. Wir müssen rechts. Turn right. Okay, Freunde, ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Ja, das bleibt nicht aus. Ich werde eh Scheiße machen, das wisst ihr. Ihr kennt mich nicht anders, aber... Geradeaus. Müssen wir da vorne jetzt rechts oder müssen wir. Erstmal müssen wir, glaube ich, geradeaus, ne? Ja, sieht so aus, es müssen wir geradeaus. Geradeaus. Da kommt dann wieder so ein Kreisverkehr. Ich würde ja gerne was erzählen, liebe Leute, da bin ich ehrlich, aber aktuell muss ich mich ein bisschen konzentrieren, weil ich nicht weiß, wie die Scheiße hier Arbeit abgeht. Wir haben auf jeden Fall einen Duff, liebe Leute, das ist eine schöne Karre, ne? Gefällt mir auch ganz gut, ne? Wie viel schnell fahren wir das ist. Aha. Okay. Da ist einer neben uns, der ist, okay, fahren wir ein bisschen langsamer. Also wir müssen jetzt hier wieder... Ich glaube, wir müssen rüber, ne? Wir müssen jetzt auf jeden Fall in den Kreisverkehr irgendwie rein.
Das habe ich ja schon mal nicht. Oh, ich habe nicht geblinkt. Entschuldigung, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Müssen wir jetzt, wir müssen... Muss ich jetzt hier rein? Nein, hier muss ich nicht rein, okay. Das ist, da blicke ich nicht durch. Also wie gesagt, das verstehe ich nicht. Also, aber ich glaube, ich bin jetzt richtig. Ja, das ist alles wieder, DAF vom Feinsten, liebe Leute, ne. So, bin ich jetzt richtig? Genau, jetzt müsste es hier 40, was habe ich drauf? 44. Boah. Ganz kurz mal gucken, dass unsere schöne Ladung hier nicht vor die Hunde geht. Okay. Man hört die Bravo LeChuck Musik. Monkey Island läuft ja jetzt am Sonntag aus, liebe Leute, ne? Boah, der kommt ja gar nicht aus der Knigge. Pass mal auf, Alter, das ist... Ich muss mal gucken, kommt da einer, sehe ich da irgendwas? Wir blinken mal, wir brauchen gar nicht blinken, wir können hier gleich bleiben, ne? Jetzt mal erstmal gerade aus. Aber die Bahn ist auf jeden Fall schön leer, liebe Leute, kann ich hier, kann sogar ich hier, das krieg sogar ich hin. So, okay, pass mal, fahren wir jetzt erstmal, ne? Du warst aber ganz schön... Ah ja, du warst aber ganz schön... Jungs, hier, darf ich mitfahren? Ich will auch ein bisschen schneller fahren, ja? 55, ne? Darf man gut, hast du Blähungen oder was? Nee, ich glaube, es ist die Musik. Also wir müssen geradeaus fahren, wir müssen... Wo muss ich denn nochmal hin? Moment, also, bevor ich jetzt hier wieder... Bremen, genau. Bevor ich jetzt hier wieder 20.000 Kilometer in die falsche Richtung fahre, dann gucke ich lieber nochmal nach, wo ich hin muss. Ne? Das ist, glaube ich, eine sehr sinnvolle Sache. So, okay. Ja. Meine lieben Leute, ich sagte vorhin, es wird ein bisschen ernster hier, ne, bei Eurotruck Simulator, denn ich habe mir in der letzten Zeit, so seitdem ich das spiele, bin ich ja doch ein bisschen, wie soll ich so, Dresden, Leipzig, geradeaus. Ja, also so solltet ihr ein bisschen besser nicht fahren, ne? Also wie gesagt, das ist, also ich bin ein abschreckendes Beispiel für jeden Fahrer, ne? Auch für jeden Fahrlehrer, Schüler und auf jeden Fall, ne, macht es genau anders als ich, dann kann euch nicht viel passieren, so. Ich habe, glaube ich, falsch geblinkt, aber das macht nichts. Das ist keine Sache mehr. Da kommt einer. Da wird gebohrt bei uns. Wer bohrt denn hier um diese Zeit? Es ist 36 Uhr nachts. Oh, Moment, okay. Ja. Also ein bisschen ernst. Also ich interessiere mich jetzt so ein bisschen so für die ganze Brummi-Geschichte, ne, und überhaupt und sowieso. Und ich habe mir da ein paar Dokus reingepfiffen. Also Trucker-Dokus, ne? Und... Leute, was fahren wir? 82, 83. Das ist echt harter Tobak. Das ist unabhängig davon, dass es immer härter wird auf den Straßen allgemein. Ne? Nicht nur in Deutschland, auch ganz Europa und weltweit vermutlich. Ne? Ist es so, dass die Jungs echt nichts mehr zu lachen haben. Die haben Termindruck ohne Ende. Die werden teilweise ausgebeutet. Ne? Also ich habe da so krasse Dokus gesehen. Da waren Fahrer aus Russland, die von irgendwelchen Speditionen angestellt wurden, ne, in Russland dann auch, und die echt monatelang nicht mehr zu Hause bei ihren Familien waren. Sind hier echt am Abbohren, das kann ich ja gar nicht glauben. Ne, die monatelang nicht zu Hause waren, und das kann es nicht sein. Die haben echt irgendwie ihr ganzes Leben in diesem LKW gefristet. Ne? Und guck mal, das ist so wirklich groß, ist das nicht. Ne? Und Moment, stopp, ich bin... Okay, Moment. Ja, so, okay. So, bis hier, wie ich den Spiegel sehe. Okay, so, da sehe ich den Spiegel, dann sehe ich hier die beiden Spiegel, da sehe ich schon wieder einen. Bim, 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 bim. Ich weiß nicht, ob die Musik jetzt zu leise ist. Ich glaube, ich hätte am Ende der letzten Folge einen Ticken lauter gestellt. Aber, ja, schöne Landschaft hier. Ich weiß zwar nicht, wo wir sind, aber es scheint noch Deutschland zu sein. Wir fahren ja aus Deutschland nicht raus. Mein gut, das ist nicht unbedingt... Pass mal auf, Kollege! Oh, ich glaube, ich habe meinen Wagen ausgemacht. Ich wollte hupen. Habe ich den falschen Knopf gedrückt. Das spiegelt 45 die Knöpfe. Das ist nicht unbedingt... Das muss nicht unbedingt heißen, dass das funktioniert. So, okay. So, gesehen. Moment. Oh, das war der falsche Knopf, okay. So, ich muss mal so ein bisschen so runter machen, damit ich an die Windschutzscheibe sehe. Und dann ist es auch, glaube ich, so, dass die Facecam so direkt auf dem Lenkrad sitzt. Das ist ein sehr schönes Lenkrad. Haben wir schon mal einen DAF gefahren? Ich glaube noch gar nicht. Ne? Und das ist auf jeden Fall, hat schöne viele Knöpfe. Ne? Da sehe ich sogar ein Telefonsymbol. Doch, gefällt mir, Freunde, gefällt. Hält mir, das ist auf jeden Fall, ne? Vom Allerfeinsten. Wie viel müssen wir noch? 3 Stunden, okay. Ja, ihr wisst ja, die Zeit läuft ja hier nicht linear, ne? Das ist auf jeden Fall. War das die Hupe? Ja, das war die Hupe. Ja, ich glaube das gerade nicht. Wir sind hier am Bohren, ey.
Schöne Windräder, naja, die Landschaft, muss ich sagen, gefällt mir wirklich super gut. Pass mal auf, Kollege, ich will dich gar nicht überholen, aber ich muss schon fast. Du bist mir ein bisschen zu lahm, Alter, ne? Du kannst doch hier nicht irgendwie, ne? Doch, du kannst schon, ne? Also, wie gesagt, ne, nochmal auf die Dokus. Ja, jetzt gibt's den Stoff, Alter, ne? Wo ich zum Blinken ansetze, zum... Hört ihr das? Das ist wahrscheinlich Motorgeräusche, ne? Das ist, okay, wir müssen erstmal gerade ausbleiben. Also den hole ich mir auf jeden Fall noch. Ja, ich habe auch gesehen, so ne, Zeitdruck und überhaupt sowieso. Ne, und hier ne, ein Autotransporter, da war auch auf jeden Fall einer mit dabei, ne, der das machte. Ne, und das war, also die Jungs. Okay, also bei uns wird gehandwerkert, da dürft ihr euch nichts mehr denken. Ich muss ganz kurz blinken. Aha. So, okay. Ich habe übrigens den Tempomat noch nicht auf irgendeine Taste hier im Gamepad gelegt. Das müsste ich vielleicht immer machen, aber ich weiß, ich glaube, ich habe gar keine mehr frei vor mir. Ich glaube, ich habe keine mehr frei. Oh Gott, jetzt wird es wieder grün. Jetzt muss ich wieder aufpassen. Wir müssen nach Bremen. Wir müssen im Moment jetzt, bevor ich hier nochmal. Hört ihr das hier? Bohren, das ist ja. Wie spät haben wir es denn eigentlich? Naja, wir haben es 7 Uhr. Da kann man noch drauf klarkommen. So, pass mal auf. Wir müssen mal ganz kurz mal schauen. Ich muss erstmal gucken, wo ich wieder hin muss. Ich bin doch so. Okay, ich glaube, ich muss hier rüber. Also dieses Navi, da bin ich ehrlich, dass ich glaube, ich sollte mal ein bisschen bremsen. Jetzt ist wieder bergauf, ich musste bremsen und jetzt kommt die Karre wieder nicht geringsten aus den Hufen. Jetzt guckt euch das mal an, da bin ich zu Fuß schneller, Freunde, das ist unglaublich. Stahlröhren auf dem Hänger, wir haben es ja gesehen. Das ist vom Allerfeinsten. So, komm, Duffy Boy. Komm, Duffy. Duffy McDuck, jetzt gib mal ein bisschen Kette hier. Okay, das ist, glaube ich, erstmal richtig. Komm, Baby. Gas geben, okay. Ja, wie gesagt, also das waren, also ich bin echt schockiert. Also ich muss sagen, so die Truckermann, ich bin jetzt noch nicht so der Typ, der viel jetzt auf Autobahn unterwegs ist. Das ist geil, die fangen an zu bohren, wenn ich anfange zu Let's Playen. Coole Sache. Warte, müssen wir hier runter? Ja, Bremen, wir müssen nach Bremen, okay. Ich hab's mir halbwegs gemerkt, wir müssen nach Bremen, Freunde, das ist eine coole Sache. Und müssen wir jetzt schon runter? Ja, müssen wir jetzt schon runter, ne? Bremen. Werder, Bremen. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen abbremsen. Boah, die fahren alle so schnell, ne? Kriegt das aber auch hin, weil sonst bergauf gleich geht meine Karre wieder, ne? Nicht an Pinnen, ne? Kommt sie nicht aus den Buschen. Ja, ein bisschen Stoff hier, ne? So, Blinker aus. Okay. Da im Spiegel sehe ich nichts, aber ich brauche auch, glaube ich, die Spur nicht wechseln. Tanken? Ne, ich glaube, die Tanke ist voll. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich mir oh, das sind die schönen gerollten Holdinger wieder, ey. Wunderbar. Und da hinten? Oh, Moment. Ich guck doch so gerne. Liebe Leute, ich guck mich so gerne um, aber das sollte ich besser, glaube ich, lassen. So, ich glaube, so ist, glaube ich, okay. Okay, also mit der Pen-Taste, das habe ich übrigens rausgefunden, ne? Also man muss sich dann, wenn man irgendwie nicht pennen muss, ich habe auch jetzt gesehen, wo das geht, also das Bett unten hat schon, ne, seht ihr das Bettsymbol da auf dem Navi, das hat jetzt schon die Füßchen ein bisschen blau, wenn das Bett irgendwann ganz blau ist, dann müssen wir pennen, ne? Und dann gibt es auch keine Pen-Taste, man muss sich dann echt irgendwie einen Parkplatz suchen und da muss man die Karre dann einparken, was für mich, ne, schon wirklich wahrscheinlich zu chronischem Schlafmangel führen wird und dann pennt man da, ne? Dann macht man Ruhepause und aber aktuell, ne, sieht es irgendwie ganz gut aus. Was ist jetzt hier 100? Wie viel fahren wir? 85. Okay. Na, Kollege, hast du das denn wohl gut überlegt hier? Das ist, ja, auf jeden Fall nochmal auf die Dokus. Ich war echt schockiert, die Leute. Ich hab mir ein paar echt von den Dingern reingepfiffen und boah, man schimpft so viel über, oder hat früher, ich feiere schon ewig lange keine Autobahn mehr, man hat so viel über die Truckies geschimpft, aber was die da echt durchmachen müssen, ne? Und was die für einen Zeit- und Termindruck haben und dann, ne, wie gesagt, wenn wir hier zu spät kommen, liebe Leute, ne, kriegen wir vielleicht eine Geldstrafe, das war's. Ne? Immer, ein echter Trucker wird sich da tot drüber lachen. Geldstrafe immer, Freunde. Ne, wenn er Pech hat, ne, kommt er zu spät und dann, ne, kann er nicht mehr abladen, dann muss er die ganze Nacht da stehen und irgendwo, ne, seine Zeit totschlagen, weil die Leute das nicht mehr abladen können, weil die Firma zu ist oder sonst irgendwas. Also das ist schon echt eine krasse Nummer. Also ich habe Bremen-Groningen.
Drogen haben wir letztes Mal schon in Amsterdam gekauft. Wir waren zwar nicht in Amsterdam, aber wir können sie hier auf jeden Fall runter. Da fahren wir mal so in die Spiegel. Alles gut. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Oder zieht verdächtig dann mal raus. 75. Okay, ich hätte fast wieder. Fast wieder verpennt, dass ich hier rein muss. Weil ich träume dann ja immer gerne. Ich erzähle dann auch ein bisschen dabei, ne? Und dann, okay. Da kommt keiner. Da sehe ich auch keinen. Doch, da. Oh, das war. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur ein bisschen bremsen. Ich weiß ja nicht, die Handbremse habe ich mir gar nicht. Okay, da kommt einer. So, okay. Jetzt aber Augen zu und drüber. Okay. Okay, Autobahnende, aber die Richtung scheint zu stimmen. Irgendwie, hey, irgendwie habe ich es hingekriegt. Blinker, mach mal den Blinker aus, dankeschön. Okay. Also, wie gesagt, berghoch, ne, das ist aber schon. Darf, Moment, ich muss wieder runterstellen hier, ne? Weil so wegen Facecam und so, ich habe das irgendwie gesehen, aber es ist auch so, man sieht auch besser, wenn das da runter ist. Und, ich habe da zumindest wahrscheinlich das schöne Lenkrad mal gesehen, das gefällt mir echt gut. Da sind schon schöne viele Knöpfe dran. Ich stehe auf viele Knöpfe, ne? Das wisst ihr. Ne? Bei meinem Gamepad sind es auf jeden Fall so viele, weil da komme ich ja schon vorne hinten hin, klar. Aber eine Stunde. Ich bin mal richtig. Also noch haben wir uns nicht verfahren. Ich bin mal so. Jetzt fängt es an zu plästern. Moment, wo waren jetzt. Oh Gott, wo waren jetzt die. Moment. Okay, das waren tatsächlich die. Was war das? Das war Licht, glaube ich. Ne? Das war Fernlicht. Ich sehe es aktuell nicht. Okay. Na gut, geht ihr beruhigt mich, ne? Konzentrieren wir mal. So, wir haben. Kann ich den ein bisschen beschleunigen gehen? Hört nicht aus. Geht der denn wohl schneller? Egal. Also immer wenn wir losfahren, ist Plässerei hier am Start. Das ist sowohl vom allerfeinsten Scheiß hier. Wie viel fahre ich? 54. Aha. Ich glaube, viel schneller sollte ich auch nicht, weil viele kann ich auch nicht. Sind hier ein paar so schöne Sonnenblumen? Herr Kollegen, ich will Sonne, ich will euch. Das ist. Ich habe doch Licht angemacht! Ist das jetzt Licht oder ist das Fernlicht? Moment. Das Problem ist. Ist das jetzt Fernlicht oder ist das normales Licht? Das ist das Problem, ich weiß es nicht. Der macht das dann immer ganz aus. Ah, das ist ja okay. Okay, jetzt bitte, Moment, den an. So. Okay, dann habe ich wieder, schon wieder ne, Licht, weil ich die Knöpfe nicht im Griff habe, ne, liebe Leute, ne? Okay, jetzt fahren wir ein bisschen schneller, glaube ich. Ein bisschen zu schnell. Ne? Ja, man muss ja echt auf super viel achten. Das ist ja echt ein Problem. Ne? Das ist okay. Jetzt ist der Bus vor uns. Oh. Wo müssen wir hin? Wir müssen links. Irgendwie müssen wir gleich vorne links. Ich hoffe, ich kriege das hin, Freunde. Also erstmal noch geradeaus. Hier noch nicht links oder doch hier auch schon. Hier links? Ne, hier noch nicht links. Hier vorne, hier noch nicht links. Pardon, Sinn. Alter, wieso stehst du hier? Was ist denn Scheiß? Mir der falsche Kopf, das ist die Hupe. Alter! Was war das? Auflieger abzukuppeln. Ich will nicht abkuppeln. Wie abkuppeln? Wieso fährt der pralle Mann hier nebenhin? Okay, müssen wir. Ja, hier müssen wir jetzt, glaube ich, links. Okay, den haben wir noch vor uns. Den auch, den verdammten. Hm. Na gut, man muss ein bisschen Geduld haben, ne? Ihr kennt das, ne? die Autofahrt. Ne? Ich bin ja, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Und jetzt, wie gesagt, seit diesem Eurotruck-Simulator gucke ich mir gelegentlich auch mal ein paar Trucks an und so. Ne? Finde ich echt eine coole Sache. Allerdings so die, sag mal, jetzt ich mal ganz kurz was gucken. Habe ich den jetzt dran? Joy-Taste. Welche ist die Joy-Taste? Moment.
drück mal T. Ich weiß nicht, welches es ist. Jetzt habe ich ihn dran, ne? Moment. Ja, jetzt habe ich ihn dran. Habe ich meinen Laster abgekoppelt, mitten in der Fahrt. Das ist, naja, ist nicht viel passiert. Die Jungs stehen ja eh noch irgendwie, ne, ziemlich im Stau. Stau auch so ein Problem. Boah, was die Leute auch... Rollig? Das Problem ist, ich weiß nicht, wie die Handbremse ist. Habe ich noch keinen Knopf für vergeben auf mein Gamepad. Ich könnte mein ganzes Gamepad... Das ist eh schon voll vergeben. Die ganzen Knöpfe und ich weiß nicht... Habe ich echt in so ein LKW und so Ladung abgeklemmt. Aber jetzt pass mal auf, Kollege, wieso geht das denn hier eigentlich so nicht weiter? Der Trottel, der steht da schon stundenlang. Ich meine, gut, wir sind nicht ganz unschuldig, aber das hier vorne, das waren wir nicht. Ohne Scheiß, das waren wir nicht, auf keinen Fall waren wir das. Also wenn der da so stehen bleibt, ne, dann... Oh, jetzt gibt er ein bisschen Gas. Alter, du musst dir mal ein bisschen reindrängen. Wenn du 10 Meter vom Streifen stehen bleibst, dann bringt das nicht viel. Ja. Okay. Du musst doch mal ein bisschen radikal bleiben, um zu sein, dass sich da irgendwann mal einer reinlässt. Das ist, das steht bei dir noch bis nächste Woche, ey. Das ist unglaublich. Komm mal da, wir haben Termine, jetzt gib da mal ein bisschen Gas, Alter. Ich krieg hier eine Krise. Meine Fresse, Alter, ne, dann wäre ich da, wenn ich die weggerammt hätte, wäre ich 10-mal weg gewesen. Das ist ja unglaublich. Freunde, bei mir kann ja jeder machen, was er will. Das ist ja ein Haufen Scheiße hier, ne. Ich denke, du bist ein Busfahrer, du hast es drauf, Mann, Alter. Das ist unglaublich. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich muss jetzt erstmal meine Einheit finden, ne. Ich glaube, wir müssen hier, ne? Bremen, ja, wir müssen irgendwie nach Bremen. Boah, Alter, gibst du da mal ein bisschen Stoff hier? Da bin ich mit dem Fahrrad schneller. Das ist jetzt Bremen, ich weiß es gar nicht. Wir müssen auf jeden Fall nach Bremen. So, Bremen, Bremen, Bremen. Wir müssen jetzt nach Bremen. So, pass mal, ich glaube, ich sehe das irgendwie gar nicht. Ja. Die Scheibenwäscher sind aber auch nicht die allerbesten. Nur der Regen, der wird nicht mal... Da oben bleibt er stumpf dran. Ne? Aber wir brauchen da gar nicht blinken. Wir müssen mal einen Blinker ausziehen, Kollege. So, Bremen ist auf jeden Fall richtig. Ne? Ja. Okay. So, ich glaube, wir sind ein bisschen schnell wieder. Ne? Okay. So, hier kann man ein bisschen Stoff geben. Ne? Oh, ist die Autobahn zu Ende? Wieso ist die Autobahn jetzt zu Ende, Kollege? Oh, wahrscheinlich, weil sie zu Ende ist. Eine ganz einfache Erklärung. Ja. Okay, dann geht's jetzt nach Bremen. Wie lange müssen wir? Schaden 3%. Verdammte Kacke, ey. Dieses verdammte scheiß Navi. Ich hab drauf geguckt und dabei meine Richtung vergessen. Okay, das gibt natürlich auf jeden Fall Abzüge in der B-Note. Wir müssen jetzt hier links. Moment, müssen wir hier links? Ich glaube wohl, ne? Okay. Jetzt sehe ich die Ampel nicht mehr. Wo ist die Ampel? Das ist hier der Penner von nebenan, der uns hier eben 3,5 Stunden hat stehen lassen. Mann, das ärgert mich, dass ich da wieder auf das Navi geguckt und dann wieder einen Schaden kassiert habe. Irgendwie muss ich, glaube ich, mal das Gamepad justieren oder generell mal neu einstellen. Wir müssen erstmal geradeaus. Okay, da könnten wir zur Not tanken, aber wir müssen, glaube ich, gar nicht tanken. Wir fahren jetzt erstmal hier und da vorne müssen wir, glaube ich, links, wie ich das richtig interpretiere. Das ist ja alles eine Frage der reinen Interpretation, ne? So, auf jeden Fall, Leute, ich muss sagen... Ich war auf jeden Fall bei den ganzen Dokumentationen, die ich da so gesehen habe, ne? Erste Aufenthalt in Bremen, ja super! Bremen, hier, Bremen, 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 muss ich hier rein? Ne, wir können geradeaus, ne? Okay. Ich war auf jeden Fall doch, muss ich sagen, schwer schockiert. Ne? Also, ne? Alle Achtung, die Brummis und Freunde, ihr habt echt einen ziemlich harten Job. Das ist, ich möchte es nicht machen. Habe ich ja so schon gesagt, alleine was die Fahrerei angeht, bin ich viel zu blöd für. Ne? So ein Riesenschiff, ne? Der Drama geht ja gleich beim Parken wieder los. Ne? Aber boah, Freunde, das ist...
Moment, hallo. Fahren. So weit haben wir es ja, glaube ich, gar nicht. So, wie heißt die Firma? Ist das jetzt hier schon? Ne, ich glaube nur einen weiter. Okay. Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt irgendwie, das ist, okay, hier müssen wir auf jeden Fall rechts. Ist das jetzt hier? Hier ist sowieso zu, da können wir gar nicht rein. Oh, ist es da? Moment, jetzt müssen wir ganz kurz gucken hier. Postpad, ich glaube, die sind das, ne? Sind das die Jungs das? Aber der sagt noch weiter geradeaus. Okay, pass mal, wir fahren noch weiter geradeaus. Ich glaube, wir müssen nach vorne drehen, oder? Ja, ich glaube, wir müssen zurück, oder? Oh Gott, kann ich denn so ein Ding hier einfach so drehen? Das ist doch, ich weiß nicht, ob das legal ist oder nicht. Ich meine, das ist mir sowieso egal, ihr wisst ja, ne? Ist nur ein Spiel, liebe Leute, ne? Aber, aber jetzt mal ohne Scheiß, Freunde. Kriegt das Ding überhaupt gedreht? Okay, hängt noch dran. Ich habe gedacht, wir hätten schon wieder unseren Anhänger verloren, aber... Okay, das ist auf jeden Fall noch drin. Mhm. So, ich glaube, hier müssen wir rein, ne? Freunde, das ist Post... Ich kann das nicht... Wir fahren einfach mal rein, Freunde. Gucken wir mal, ob ich... Schlimmste, wie geht uns einpacken? Kann er nicht, das wissen wir, das ist es so. Aber wo muss ich hin? Ah, ich sehe es blinken, wa? Naja, dort, das machen wir gleich, aber ich will es. Einmal probieren will ich es ja wenigstens. Ich will es ja wenigstens mal probieren. So vorne, jetzt mit dem Gegenlenken. Das kriege ich ja vorne hinten hin. Pass mal, wenn ich jetzt so lenke und dann zurückfahre. Okay, das war die falsche Richtung. Okay. Stopp, nicht so schnell, Das mit dem Gegner, das ist nicht so höllisch schwer, ich krieg das im Leben nicht hin. Aber guck mal, aber jetzt mal. Nein! Ich hab mich verklickert, leicht verklickert. Okay, jetzt mal ganz bestimmt die Räder. Das ist jetzt so nochmal, ne? Ist das richtig? Ja, das haben sie total verkehrt. Also, nehmen wir mal die Richtung, ne? Okay. Vorne, ich verstehe das Prinzip nicht. Aber egal. Das ist so jetzt mal. Wenn ich jetzt rückwärts fahre. Okay, dann verkeilt er sich mal irgendwie. Wenn ich jetzt hier drin denke. Okay, geht das wieder, das ist okay. Aha. So, wenn ich, guck mal, jetzt lege ich so rum. So schlage ich jetzt ein. Wo fährt die Karre dann hin? Das ist die Preisfrage.
Aber irgendwann kippt die Sache dann. Und dann okay, ich muss irgendwas anders lenken. Okay, probieren wir es so. Also nochmal, also mit Logik hat das nichts zu tun, weil Logik verstehe ich bei diesem Spiel nicht. Ich bin da einfach zu doof für. Wir sagen es, wie es ist. So, pass mal auf, wenn ich jetzt so rumlenke. Okay, und jetzt ein bisschen zurückfahre. Also wir falsch gelenken, okay. Wenn ich jetzt anders rumlenke, wenn ich jetzt anders rumlenke, anders rumlenke. Okay. Ich fahre einfach ein bisschen rum. Die Leute dürfen vielleicht nicht mal denken, ich probiere einfach mal ein bisschen, ne? Und wenn ich jetzt dahin denke, mach da so, wenn ich jetzt da denke, mach da auch so, fängt sich dann aber wieder. Okay. Ja, okay, wir probieren das nochmal. Ich habe keine Monkey Island Musik mehr. Was bin ich allein hier? Guybrush. Lane. Wally. So, wenn ich jetzt so lenke, fahre ich dann richtig oder fahre ich dann falsch? Ich sollte natürlich die Richtung wechseln. Wenn ich jetzt anders umlenke. Fähigkeitsrang 1. Ja, super. Ich kann nicht mal einparken, Freunde. Seid mir nicht böse. Wir haben die Zeit irgendwie erreicht und ich bin da halt einfach zu blöd für. Ne? Ich brauche eine freie Strecke, ne? Am besten ein Fußballfeld und dann kann man da mal ganz langsam, aber ganz langsam rangehen. Liebe Leute, was haben wir jetzt gemacht? Wir haben immerhin 4000 gekriegt, Freunde. Ne? Haben die uns irgendwas abgezogen? Basisvergütung, Fähigkeit, Level. Wie, was ist mit, wir haben ausgezeichnet. Wir haben einen Crash gebaut. Ich hatte auch 2 oder 3% Schaden, weil ich geträumt habe. Hab ich doch gesehen. Wo ist denn der Scheiß? Wir haben 135,3 Liter verbraucht. Wir haben 6 Stunden gebraucht. In 3 Stunden, in 6, 300 Kilometer in 6 Stunden. Ist das realistisch, Freunde? Ich weiß nicht. Ich müsste jetzt nachrechnen. Und dann Mathe bin ich noch schlechter als im Autofahren. Und deswegen lassen wir das mal. Fährt voll Faden rum. So. Jetzt höre ich Monkey Island wieder. Jetzt, wo ich drin bin, ne? Oh, wir können wieder irgendwas machen. Wie, ich hab, ach nee, der ist schon, okay. Fernfahrten, 350 Kilometer, wie viele Punkte haben wir ein? Ich glaube, ich nehme die sparsame Fahrweise, liebe Leute, weil das ist eine, ihr wisst das, ich verfahre mich. In der Regelfälle, okay, immer mal und das anwenden. So, gucken wir mal, was haben wir jetzt hier, unseren schönen Route 66, ja, ne? Nette Karre, ne? Übrigens auch tierisch teuer, diese Autos. Das ist so. Ja, wie gesagt, ein kleines Fazit. Wir sind irgendwie nach Bremen gekommen. Ich weiß nicht wie, liebe Leute. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht wie. Ich habe mich sogar nicht verfahren diesmal. Also nächstes Mal nehme ich keine sparsame Fahrweise mehr. Nächstes Mal fahre ich einfach drauf los. So, und LKW kaufen. Renault Magnum, lassen wir erstmal. So, Gromberg und Gordini, ihr seid eine Schissfirma, aber wir haben wieder 4.000 immerhin dazu gemacht. Wir sind bei 14.000 und wir haben 1 Million voll am Kopf. Was ist ein Trag, Freunde? Nee, ist natürlich ein Glob, ne? Ich versuche den Trag natürlich viel eher zu kaufen, aber ich bin schon nass geschwitzt, Freunde. Also mehr als eine Folge kann ich da nicht von aufnehmen, sonst kriege ich die Pippen, ne? Könnt ihr mir glauben. Das könnt ihr mir aber sowas von glauben, Freunde. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Gut, dann sage ich jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal
Weiß ich nicht, wo wir hinfahren. Könnte man in die Kommentare schreiben, wo wir hinheizen sollen. Ne? Also, wir können aber ganz kurz gucken, ich werde das noch nichts annehmen. Was ist denn so im Angebot? Ne? Jetzt bin ich ja wieder hier, starte ich ja wieder von hier. Ne? Was haben wir so im Angebot? Wir lassen uns mal was wofür Orangen. Okay. Orangen! Ich hätte gern Orangen nach Rostock. Leipzig, Düsseldorf, Frankfurt, da. Das sind Reifen, ne? Sägespäne. Speiseeis! Oh, nach Amsterdam. Oh. Amsterdam, das wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Also das ist, und Liger, das ist Belgien, Liger, ist das Lüttich? Weiß ich gar nicht. Okay, wir gucken mal, uns wird da schon was einfallen vorne. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ich bin ehrlich, so ein bisschen Eis nach Amsterdam, dann einen Kaffee trinken, da hätte ich, das wäre schon, das könnte man auf jeden Fall. Wir gehen mal wieder zurück, wie komme ich zurück? Rück. Eis, wir machen das mal aus. So. Und die Leute, ne? In diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Halt dich vorbei. Ciao, ciao, sagt euer Geilbrasch 45, Krombech und Goldini. Meisterfahrer. Ich weiß auch nicht, aber war mir gerade nach.